Willkommen bei Pokémon Gelb! Ja. Neues Spiel! Da. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Ernsthaft jetzt. Schon in meiner Kindheit habe ich das sehr, sehr viel gespielt. Habe ich den ganzen Tag von morgens bis abends gespielt. Ach, das waren noch Zeiten. So. Wie lautet dein Name? Wie ich dich nenne? Ich nenne mich... Rot. Warum, das werdet ihr viel später schon sehen. Wie war noch gleich sein Name? Blau! Blau, stimmt, es lag mir auf der Zunge. Rot! Eine unglaubliche Reise in der Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Ich kenne den Dialog schon in- und auswendig. Und es geht los! Okay, wir sind hier in Alabastia. Wie geht denn, wo ist denn die A-Taste? Ah, okay. Rot spielt Super Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. Überprüfen wir erst einmal den PC. Aufnehmen. Wir nehmen uns erstmal den Trank hier mit. Den brauchen wir im Kampf gegen... gegen Blau. Ich muss mir erst mit der Steuerung zurechtfinden. Ich habe auf diesen Emulator noch nie gespielt. Das ist der Visual Boy Advance Emulator. Und auf den habe ich ja noch nie gezockt. Richtig, irgendwann gehen alle Jugenden fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Gut, wo ist denn hier die Starttaste? Hä? Ah, das ist ziemlich einfach, die Steuerung. Kampfwechsel. Wechsel, Kampfanimation ein, Texttempo. Machen wir mal schnell. Rahmen kann man hier nicht verändern. Na sowas. Drucken. Keine Ahnung, was drucken ist. Das habe ich noch nie so richtig gecheckt, was das ist. Naja. Gehen wir erstmal raus. Hey du! Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Ja, schön. Haus von Rot. Haus von Blau. Alabastia, dich erwarten aufregende Abenteuer. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items an Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Ja, hier geht's zur Zenobe-Insel, aber da können wir noch nicht hin, da brauchen wir jetzt Surfer. Ja, und hier drüber rüber kommt man nicht und selbst wenn, dann stürzt das Spiel ab und die ganzen Dateien werden gelöscht. Habe ich mal probiert mit einem Ghost-Cheat. Gut, dann gehen wir mal in das Haus von Blau und schauen, was da abgeht. Hallo Rot, Blau erwartet dich in Opas Labor. Was hast du hier, ein Tagebuch? Eine große Karte, ist sehr nützlich. Eine Karte, ja, schauen wir uns mal die Region an. Also wir sind hier in Alabastia. Dann kommt die Route 1, Vertania City, Route 2, Vertania Wald, Dictas Höhle, Marmoria City, Route 3, Mondberg, Route 4, Azuria City, Route 24, Route 25, Küstenhaus, Route 5, Route 6, Orania City, MSN, Route 9, Felstunnel, Route 10, Lavandier, Pokémon-Turm, Route 8, Route 7, Prismania City, Saffronia City, Route 11, Route 12, Route 13 und nicht zu vergessen, Route 14. Dann kommt selbstverständlich die Route 15 und 16, 17, 18 und Fruktania City. Hier befindet sich die Safari-Zone, da Route 19, die Seeschauminseln, Route 20, Zenobe-Insel und Route 21, Route 22, 23, die Siegerstraße und das Indigo-Plateau. Das Kraftwerk auch noch. Huge. Dann verlassen wir mal Blaus Gebäude und gehen ins Labor. Gut. Ich bin Professor Eisgehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon.
Ja, und du quasselst den gleichen Scheiß. Seid ihr beide Roboter, die immer denselben Scheiß reden? Naja. Professor Eich ist für Pokémon eine Kapazität. Unter Pokémon-Trainern genießt er sein hartes... Nee, sein sehr hohes Ansehen. Hey, Rotz, Opa ist nicht hier. Ich bin hierher gekommen, weil er mir ein Pokémon geben wollte. Du meinst, du willst, dann nimmst du doch einfach. Es sieht wie ein Lexikon aus, aber die Seiten sind unbeschrieben. Okay. Im Briefkasten ist eine E-Mail. An alle Pokémon-Trainer. Die Trainer-Elite der Pokémon-Liga wartet auf mutige Herausforderer. Bringt eure stärksten Pokémon mit und zeigt, wie gut ihr seid. Pokémon-Liga-Leitung, Indigo Plateau. PS, Professor Eich, bitte melden Sie sich bei uns. Okay, was hat er denn schon wieder verbrochen, der Professor Eich? Hä? Hat er auf der öffentlichen Toilette einen Kothaufen hingeschissen, der so groß war, dass das Klo verstopft wurde und explodierte? So richtig. Okay, ich will es nicht detailliert erzählen, aber naja, so sind halt alte Männer. Nix gegen alte Männer. Okay. Was machen wir denn jetzt? Professor Eich ist nicht da. Dann schauen wir mal, ob er hier vielleicht draußen ist. Warte, geh nicht raus! Das war knapp. Wilde Pokémon. Leben im hohen Gras! Jetzt habe ich die Stimme für ihn. Oh mein Gott, Überfall! Pika! Das Pika hört es wahrscheinlich nicht. Professor, ich setz Pokéball ein. Yeah, Pikachu hat er gefangen mit nur einem Schlag, okay. Puh! Wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst einige Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Oh, mit meinem neuen Herzschrittmacher geht alles sehr schön. Ich bin so schnell. Oh. So, und jetzt nach vorne. Oh, gleich habe ich es geschafft. Yeah, ohne Gehhilfe habe ich es geschafft, ne? Opa, ich will nicht länger warten. Blow, du bist früh dran. Du solltest doch erst später kommen. Naja, egal. Warte einen Moment. Siehst du dort den Ball auf dem Tisch liegen? Rot? Das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Ich schenke es dir. Nimm es ruhig. Halt, Opa. Und was ist mit mir? Hab kein wenig Geduld, Blau. Ich gebe dir später eins. Okay. Du, nimm es. Nein, Rot. Ich will dieses Pokémon. Blau schnappt sich das Pokémon. Blau, was soll das? Bitte, Opa. Ich möchte dieses Pokémon. Aber... okay, behalte dieses Pokémon. Es ist deins. Ich hätte dir sowieso eines gegeben. Rot, komm bitte her. Rot, ich habe noch ein anderes Pokémon gefangen. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein ungezähmtes, wildes Pokémon. Rot erhält ein Pikachu. Möchtest du Pikachu einen Spitznamen geben? Nee. Dann und ich mach mal eine kurze Aufnahmepause. Vorher, dann seht ihr mich gleich wieder. Hier bin ich wieder! Da! Da! Warte, Rot! Lass uns unsere Pokémon testen! Komm schon, ich fahre dich heraus! Oh mein, jetzt muss ich gerade husten, ey. Okay. Blau möchte kämpfen. Kann er gern haben. Er setzt das Pokémon ein, das es sich von uns gelingt hat. Evoli. Pikachu, Donnerschock! Ja, gut, Evoli benutzt seinen roten Schlag. Das hilft ihm allerdings nicht sehr viel. Weil, ja, wenn er paralysiert ist, dann ist es für ihn sowieso gelaufen. Außerdem haben wir einen Trank, falls er uns zu gefährlich wird. Also das werden wir hundertprozentig gewinnen. Gut, Volltreffer diesmal. Haben wir ein Glück. Jetzt kommt sein Tackle.
Ja, wegen Rutenschlag zieht es jetzt ziemlich viel ab, aber Tackle, Quatsch, Donnerstock hittet ihn jetzt, so. Level up, Level 6 und es lernt Rutenschlag. Soweit kann ich mir noch erinnern. Es war immer die erste Attacke, die ich gelernt habe. Oder mein Pikachu, wo ich die Gelbe immer gespielt habe. Das kann ich mich sehr gut erinnern, wo ich das 1000 Mal durchgespielt habe. Da habe ich mir immer gedacht, Pikachu kann jetzt Rutenschlag in Level 6 und so. Das habe ich mir dann irgendwann mal eingeprägt. Opa, wir sehen uns später. Ne, Quatsch. Oh mein Gott, der rennt vor uns davon. Wie bitte? Schau dir das an. Es ist seltsam, aber dein Pikachu mag scheinbar keine Bälle. Bälle. Ist er schwul oder was? Ne, Quatsch. Ne, Quatsch, er ist nicht schwul. Er ist ein Hater. Er mag keine Schwulen. Er mag keine Bälle. Hehe. Es muss dich so begleiten. Alte Rechtschreibung. Muss mit scharfem S. Dann ist es auch glücklich. Du kannst mit ihm sprechen und merkst dann, ob es dich mag. Okay, jetzt rennt diese kleine... Ja, diese kleine... Made hinter uns her. Gut, dann sprechen wir es mal an. Hallo, Tuta. Was willst du von mir? Du hast mich eingefangen. Nein, das war nicht, das war Professor Eich. Und jetzt gehen wir mal diese Route entlang. Oh mein Gott. Taubsi. Level 3. Donnerschlag. Bam. Geowned. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest uns in unseren Laden in Fatania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk, bitteschön. Rot erhält ein Drang, gerannt. Rot erhält ein Scheiß-Drang, den brauchen wir sicherlich. Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern. Dafür aber hier runterspringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Da. Lass mich durch. Ich gehe jetzt durch das Gebüsch. Ne, Quatsch, das ist Gras. Da. Okay, was ist hier? Ja, hier können wir schon runterspringen. Das nutzen wir aber erst später, wenn wir zurück nach Alabastia gehen. Wir schauen das Schild von der Seite an. Tipps für Trainer. Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte AP limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du die Pokémon in ein Pokémon Center bringen. Ja, jetzt sind wir hier in Fatania City. Das ist das Poké Center, was das Schild gequatscht hat. Erfrische deine Pokémon. Pokémon Center. Was bist du für einer? Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Ja. Raupe ist nicht giftig, aber Horndio, achte auf seinen Giftstachel. Okay. Das werde ich. Da. Schauen wir mal im Markt, was gibt's da im Markt? Hey du, kommst du aus Alabastia? Ja, ich glaube schon, oder? Professor Eich schickt dich, oder? Nee, ich bin hier einfach so vorbei. Einfach so, ja. Seine Bestellung ist angekommen. Welche Bestellung? Ich weiß von nichts. Ja, okay, dann nehme ich mal dieses Paket. Ja, ist okay, dann packen wir es mal aus. An der Ecke, da, so. Was haben wir denn da? Pikachu, schau hin, da kannst du was lernen. Schau hin. Da, hier. Okay. Nichts Gutes, kann ich euch sagen. FSK ab 18. Was hat er gesagt? Der Laden hat endlich wieder Gegengift vorrätig. Hat er das nicht? Dieser Laden führt viele Gegengifte. Echt? Das schaue ich mir mal an. Okay, grüße Professor Eich von mir. Na super. Na und was hältst du von Fatania City, Pikachu? Okay, was ist in diesem Haus hier? Okay, Girl-Stimme muss ich vorbereiten. Okay. Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Welche Notizen denn? Dieses hier? Du schaust in das Notizbuch. Erste Seite. Zum Fangen von Pokémon benutzt man Pokébälle.
Man kann bis zu 6 Pokémon auf einmal tragen. Pokémon-Trainer ziehen Pokémon groß und trainieren sie. Umblättern? Ja! Zweite Seite! Ein Pokémon bei voller Stärke ist schwer zu fangen. Man sollte es erst schwächen. Feuer, Gift und andere Attacken wirken Wunder. Umblättern? Ja! Dritte Seite! Pokémon-Trainer suchen einander und lassen ihre Pokémon kämpfen. In den Pokémon-Arenen finden stets Kämpfe statt. Umblättern? Vierte Seite! Das Ziel jedes Pokémon-Trainers ist es, die 8 Leiter der Pokémon-Arenen zu besiegen. Nur dann darf er den Top 4 in der Poké-Liga gegenübertreten. Hey, lass mal von meinen Notizen! Oi. Okay. Lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Soll es eine Aufforderung sein? Pikachu, Donnerschlag! Na los! Zeig's ihr! Los! Mach sie fertig! Los! Schwein, die Schnitzel! Ich will Schnitzel! Oh! Gebratene Schnitzel! Na los! Hallo, Pikachu? Oh. Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Wähle bitte ein Themengebiet aus. Ja, für die Anfänger unter euch werde ich das jetzt machen. Wenn ein Pokémon schläft, kann es nicht angreifen. Ein schlafendes Pokémon wacht auch nach dem Kampf nicht mehr auf. Benutze Aufwecker oder die Pokéflöte, damit es aufwacht. Ein vergiftetes Pokémon verliert stets KP. Die Wirkung hält auch nach dem Kampf an. Gegengift heilt Vergiftungen oder Hyperheile auch. Ein paralysiertes Pokémon verliert stets an Treffergenauigkeit. Echt, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wird nur langsamer uns. Greift nicht so schnell an, naja. Die Paralyse hält auch nach einem Kampf an. Man behandelt sie mit einem Paraheiler oder einem Hyperheiler. Eine Verbrennung vermindert Kraft und Stärke. Die KP sinken stetig. Verbrennungen dauern auch nach dem Kampf an. Man heilt sie mit einem Feuerheiler oder einem Hyperheiler. Ein eingefrorenes Pokémon ist bewegungsunfähig. Es behält auch nach dem Kampf diesen Zustand bei. Nutze den Eisheiler oder den Hyperheiler. Der kann es wieder auftauen. Okay. Um was redest hast du zu quatschen? Meine Schwester hat gesagt, dass das Pokémon zahm werden kann, wenn man nett zu ihnen ist. Okay, das hat allerdings in dieser Edition wenig Auswirkungen, außer für Pikachu natürlich. So, was bist du für ein Pokémon? Willi, Happy-Tag. Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Ja, schön. Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudenken, aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter merken. Und da liegt eine Notiz an der Wand. Habitat, Spitzname Willi. Okay. Das haben wir schon alle gemerkt, ne? Gut. Da. Okay, dann gehen wir mal da an den Typen vorbei. Du kannst hier nicht durch! Das ist ein Privatgelände! Sag bloß, der nördliche Teil der Stadt gehört dir, oder was? Ist klar. Großvater, sei nicht so gemein! Er hatte noch keinen Kaffee! Idiot! Vertane City, das immergrüne Paradies. Und was hast du zu sagen? Diese Pokébälle an deinem Gürtel zeigen... Ich hab doch gar keine! Achso, dann lese ich es nochmal vor. Diese Pokébälle an deinem Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann. Nicht wahr? Ja, wie man es nimmt. An diesem Typen kann man nicht durch, da brauchen wir den Zerschneider. Hier geht's weiter. Mal schauen, vielleicht kann man so an den Typen vorbei. Ei, da ist schon wieder so ein Busch. Rot findet Trank. Naja. Okay, dann laufen wir mal hier nach Westen.
Aber ich finde die Musik so himmlisch. Komm, Pikachu, tanz mir ein bisschen. Ich mach mal lauter, damit ihr es hört. Ach, geil. Okay. Hier geht's weiter. Mal schauen, wo es dahin geht. Aber zuvor mache ich einen Safe State. Okay. Eigentlich. Das weiß ich gar nicht. Okay, das wusste ich gar nicht, dass da. Ja, eigentlich sollte jetzt Gary erscheinen und uns zum Kampf auffordern. Aber anscheinend müssen wir zuerst den Pokéball, also das Paket Eich, abgeben, damit wir erst gegen den kämpfen können. Also das ist mir neu. Ich habe gedacht, man kann hier jederzeit gegen den kämpfen, aber anscheinend nicht. Okay. Ein Nidoran weiblich. Mit einem niedrigen Level 2. Donnershock. Bam. Schade, dass wir keine Pokébälle haben. Okay, jetzt ist es aber tot. Nee, tot ist es nicht. Es ist besiegt. Oh mein Gott. Pokémon Liga, Haupteingang. Yeah, wir sind bei der Pokémon Liga. Wir sind kurz davor, das Spiel durchzuspielen. Also komm, tanzen wir noch mit Pikachu. Das Ende unserer Reise. Das Ende unserer Reise. Gehen wir ins Gebäude. Yay, yeah, ich werde die Top 4 ausstechen. Hier dürfen nur erfahrene Trainer passieren. Und du besitzt den Fels auch noch nicht. Befehl ist Befehl, ich darf dich nicht reinlassen. Oh, unsere Reise ist vorbei. Wir kommen an diesen Typen nicht durch. Komm, Pikachu, wir gehen nach Hause. Ich bin ganz traurig. Dann sage ich meiner Mami. Ich gehe zu meiner Mami und hol sie her. Dann wird er mich durchlassen. Jawohl. Oh Mann, bin ich jetzt traurig. Ich bin sowas von traurig, unsere Reise ist vorbei, yeah. Und, Pikachu, was hast du zu sagen? Ja, er ist auch sauer auf den Wärter. Jetzt gehen wir mal über die Banden. Und wir sind wieder in Alabastia. So. Servus. Hallo Rot. Wie geht es deinem Pokémon? Er scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich. Rot, übergib Professor Eich das Sechspaket. Ah, auf diesem Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Danke, Rot. Ich möchte dich nochmal bitten, mir einen Gefallen zu tun. Opa, 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 Opa. Opa, mein Pokémon ist stärker geworden. Ne, Quatsch. Schau es dir an. Ah, Blau, du kommst genau zur rechten Zeit. Ich möchte euch um einen großen Gefallen bitten. Auf diesem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gesehen oder gefangen hat. Er ist eine Art Heiziglexikon. Professor, Rot, Blau, diese beiden sind für euch. Rot erhält ein Pokédex von Professor Eich. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum.
aber ich bin zu alt, ich schaff's nimmer. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Ey, schau im Internet unter PokeWiki, da steht alles drin. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eine der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlasst es ruhig mir. Oh, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leihe dir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben, Rot. Da-da-da-da-da-da. So. Dann holen wir uns erstmal die Karte. Opa hat dich um einen Botengang gegeben. Hier, bitte, das bitte weiterhelfen. Rot erhält eine Karte. Die haben wir vorhin schon angeschaut. Benutze die Karte, um deinen Standort zu bestimmen. Und ich mache eine Aufnahmepause. Bis gleich, Leute. Weiter geht's bei der gelben Edition aus dem Jahre 2000. Hey, du! Rot, wenn du so hart zu deinem Pokémon, bist, werden sie dich nicht mögen. Du solltest kurz eine Pause einlegen. Okay, anscheinend hat sie Medizin studiert. Mal gucken. Ah, wir haben uns das Menü noch gar nicht angeschaut, ne? Also hier ist der Pokédex, den wir von Professor Eisig bekommen haben. Wie gesagt, werden hier alle Pokémon eingetragen. Ah, von der Nummer her. Ja. Insgesamt sind es 151 Pokémon. Gut. Momentan werden aber nur die ersten 130 angezeigt, weil Evoli das das Pokémon mit der höchsten Nummer hat. Das Pokémon mit der höchsten Nummer in dieser Edition ist Mio mit der Nummer 151. Kann man nur durch einen Trick fangen. Es gibt zwei, ich kenne allerdings nur einen und werde auch einen einsetzen. Okay, dann gehen wir mal auf Pokémon. Das sind alle, hier werden alle Pokémon angezeigt, die wir haben. Da wir momentan nur einen Pikachu haben, wird nur das Pikachu angezeigt. Hier können wir uns genauer anschauen. Die Statuswerte oder den Typ. Und die ID-Nummer. Also jedes Pokémon hat eine ID, von welchem Trainer die ist. Und das ist eine spezielle Nummer. So, OT ist von welchem Trainer das gefangen wurde. Ja, Status ist okay. Hat keine Verbrennung oder Gift oder was weiß ich. Die KP von Pikachu sind 20. Das sind die Punkte, die Pikachu erleiden kann, bevor es fällt. Quasi wie Lebenspunkte. Was ist denn jetzt mit meinem Sound los? Okay, jetzt hat es sich wieder gefangen. Okay, der Angriffswert bestimmt die Höhe von physischen Attacken. Also die Art für einen Tackle. Also die Attacken, die den Gegner berühren. Tackle zum Beispiel oder Bodycheck oder ja. Verteidigung ist, wie viel Pikachu erleiden kann durch Tackle, also wenn Pikachu durch Tackle angegriffen wird, dann bestimmt es, wie viel KP das Pikachu verliert. Die Initiative ist die Geschwindigkeit, das heißt, wie schnell Pikachu ob Pikachu zuerst angreift oder als letzter. Und die Spezial ist die Stärke der Attacken, die den Gegner nicht berühren, also quasi Donnerschock zum Beispiel. Und die Stärke. Gut, dazu ist jetzt alles gesagt. Ah, warte. Gut, hier werden die Attacken angezeigt. Pikachu hat Donnerschock, Heuler und Rutenschlag. Rechts von den Attacken seht ihr eine Zahl, das ist die AP, das heißt, wie oft die Attacke eingesetzt werden kann. Kann Pikachu keine Attacke mehr einsetzen, setzt Pikachu die Attacke Verzweifle ein. Verzweifle ist eine Attacke, die Pikachu Schaden zufügt und den Gegner. Also quasi ja so eine Selbstmordattacke. Gut, bei Level seht ihr die Anzahl von Erfahrungspunkten, die Pikachu bis Level...